Hallo Leute, willkommen zurück zu meinem YouTube-Kanal. Dies ist das zweite Video aus meinem Passivkurs. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is the second video from the course to German Passive Voice. In diesem Video besprechen wir alle Vergangenheitsformen im Passiv. Diese sind Passiv Präteritum, Passiv Perfekt und Passiv Plusquamperfekt. Für die Passivsätze in der Vergangenheit gilt die gleiche Regel wie für die Passivsätze im Präsens. Es geht nicht hauptsächlich um die Person oder Sache, die etwas macht, sondern um die Tätigkeit an sich. Das Objekt aus dem Aktivsatz wird zum Subjekt im Passivsatz. Und jetzt lass uns anschauen, wie man Passivpräteritum bildet. Dafür braucht man wurde plus Partizip 2. Zum Beispiel, the church was built. Die Kirche wurde gebaut. Wurde gebaut. Was built. Die Kirche wurde 1940 gebaut. In diesem Satz kann man sehen, dass wir keine Person haben, die etwas macht, sondern eine Tatsache. Die Kirche wurde gebaut. Und es spielt keine Rolle, wer die Kirche gebaut hat. Oder ein anderer Satz. Die Pizza wurde bestellt. Es ist egal, wer die Pizza bestellt hat. Sie wurde bestellt. Es ist fertig. For example, pizza was ordered. It doesn't matter who ordered the pizza. It was ordered. It's done. Lass uns einen Aktivsatz und einen Passivsatz nehmen und diese vergleichen. Ich bestelle die Pizza und die Pizza wurde von mir bestellt. I ordered the pizza. The pizza was ordered by me. Die nächste Vergangenheitsform im Passiv ist Passiv Perfekt. Passiv Perfekt bilden wir mit Hilfe von sein plus Partizip 2 plus worden. Zum Beispiel, die Kirche ist gebaut worden. Passiv Präteritum, die Kirche wurde gebaut. Passiv Perfekt. Die Kirche ist gebaut worden. Die Übersetzung von diesen Sätzen ist gleich. The translation is the same. The church was built. Normalerweise benutzt man Passiv Perfekt oder Passiv Präteritum je nach Kontext, je nach Situation. Usually we use either Passive Perfect or Passive Präteritum, depending on the situation and on the context. Und die letzte Passivform in der Vergangenheit ist Passiv Plusquamperfekt. Für Passiv Plusquamperfekt brauchen wir ein Verb war plus Partizip 2 plus worden. Zum Beispiel, die Kirche war gebaut worden. Diese Form ist eine seltene Passivform. Allerdings hört man solche Passivformen häufiger im Radio oder in den Nachrichten. Deshalb solltet ihr diese Formen zumindest erkennen und verstehen können. Passive Plusquamperfect is a rare form of passive voice. It's important to recognize it and understand, but you don't really need to use it. Usually you can hear this form in the news or in the radio. Und natürlich gibt es wieder Aufgaben zu diesem Thema. Schreibe Passivsätze in der Vergangenheit anhand der folgenden 5 Aussagen. Nummer 1. Sie falsch informieren. Nummer 2. Ich letzte Woche operieren. Nummer 3. 1961 die Mauer bauen. 4. Die Bücher gestern zu einem günstigen Preis anbieten. Und 5. Die E-Mails vor einer Stunde schicken. Danke, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Macht die Aufgaben. Vergesst nicht, dieses Video zu liken und abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns bald in dem nächsten Video aus diesem Kurs. Thank you for watching this video. Don't forget to like it and subscribe to my channel. Do the exercises and stay tuned for the next video.